Herr Professor Albert Biesinger von der Universität Tübingen, emeritierter Religionspädagoge und der beste Kenner von Familienkatechese Deutschlands. Schön, dass Sie hier zum Gespräch sind. Ja, seien Sie gegrüßt. Hallo. Jetzt war eine der Hauptaussagen, Familie ist total wichtig den Menschen hier in Leipzig. Familienkatechese ist Ihnen wichtig. Jetzt gibt es zum ersten Mal ein Papstdokument, wo die Familienkatechese einen ganz wichtigen Stellenwert bekommen hat. Ja, wer hätte das mal gedacht, dass ein Papst sagt, die Eltern sind Subjekte der Gotteskommunikation und wir müssen die Eltern unterstützen, dass sie mit ihren Kindern die Gotteskommunikation in der Familie realisieren können. Und er schreibt ja als Zitat, Familienkatechese als die wirksame Methode wird vorgeschlagen. Und das hat es noch nie gegeben. Also von daher gesehen ist es nicht so, dass ich mich jetzt bestätigt fühle, sondern ich finde es schön auch für die Eltern, dass einfach mal sich der Vorhang öffnet. Wir brauchen eine andere Kommunikation mit Eltern. Vielleicht das Mikrofon ein bisschen noch höher, genau, dass wir alle gut verstehen, was Sie zu sagen haben. Der Papst stärkt die Familie. Also das ist ja schon etwas, was man sich von Kirche eigentlich erwarten würde, oder? Ja, man muss jetzt aufpassen. Die einen sehen Familie als Idylle. Ich sehe Familie als realistische Kommunikationsstruktur, Alleinerziehende, Patchwork-Familien, Vater-Mutter-Familien. Natürlich strebe ich nicht an, dass aus Familien Patchwork-Familien werden sollen, sondern dass eben die Eltern beieinander bleiben. Aber ich kenne viele, viele, wo das eben nicht so geht. Und auch Alleinerziehende können ihre Kinder religiös erziehen. Das ist doch ein völliger Unsinn, wenn immer so gesagt wird, das ist nur für ideale Familien möglich. Wir haben das erlebt in einer Familie, gerade in der familienkatechetischen Begleitung, der Vater im Gefängnis, die Mutter nochmal mit zwei Kindern, der Junge geht zur Erstkommunion und dann sind wir zu der Frau, die war delogiert, ist aus der Wohnung rausgeflogen und dann sind wir mit der Frau dann ins Gespräch gekommen, sind hingegangen in die Wohnung und haben dann der Frau auch sonst weitergeholfen. Also es muss auch um Solidarität im Alltag mit den Familien gehen. Nicht nur so als Sahnehäubchen, als Zuckerguss, noch etwas Gott drüber, sondern schon so, dass die Eltern eben auch die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern die großen religiösen Fragen zu beantworten. Und es ärgert mich auch, wenn ich durch die Gegend gehe und bei Vorträgen dann von Eltern höre, wir kriegen überhaupt keine Unterstützung, wir wissen nicht, was wir unseren Kindern sagen sollen, was ist, wenn wir sterben, ja? Oder warum ist Jesus am Kreuz gestorben, oder das muslimische Klassenkameradkind sagt, der Gott kann doch keinen Sohn haben, das mit Bethlehem ist alles Lüge, warum gehst du zur Erstkommunion? Und dann sagt die Mutter zu mir, Herr Biesinger, ich gehe heute Abend nicht aus dem Saal, bis ich weiß, was ich morgen früh beim Frühstück meiner Tochter sage. Das heißt, die Sache ist ziemlich hart und wir müssen richtig an diese Problemlage rangehen und diese Störungen bearbeiten und nicht einfach so niedlich weitermachen wie bisher. Weiter so geht nicht auf diesem Gebiet. Und da hat uns der Papst jetzt ein großes Vorbild gegeben. Und ich bin sowieso ein Fan von Papst Franziskus, weil ich denke, mit diesem Papst hat die Kirche Zukunft. Jetzt empfiehlt der Papst zum Beispiel, dass die Familie der erste Ort der Glaubensweitergabe ist. Er sagt zum Beispiel, jeden Morgen Maria mit einem Kuss grüßen. Was halten Sie denn davon? Lateinamerikanisch geht es. Das geht bei uns nicht. Mache ich ja mit meinen Kindern auch nicht. Aber er sagt auch noch andere Sachen in dem Kontext, ja? Nicht nur jetzt mit Maria. Für Lateinamerikaner ist Maria, Madre de Dios, etwas Besonderes, da haben wir nicht so den Zugang. Ja? Aber ich sage auch den Eltern, wenn morgens ihr Kind aus dem Haus geht, segnen Sie ihr Kind, legen Sie ihrem Kind die Hand auf den Kopf, Gott beschütze dich. Das Kind geht anders behütet aus der Hütte, als wenn ich sage, tschüss, mach's gut. Sage ich sowieso. Ja? Und vor dem Essen, wir reichen uns die Hände, jedes Tierlein hat sein Essen, jede Pflanze trinkt von dir, hast auch unser nicht vergessen. Und am Abend, das wichtige Ritual, mit dem Kind den Tag durchgehen. Was war heute schön, was war nicht so schön. Unsere kleine Tochter, damals 5 Jahre, heute hat sie selber schon ein Baby, hat gesagt auf diese Frage von mir, lieber Gott, heute war es gar nicht schön. Der Moritz hat mich gehaut, dann habe ich ihn auch gehaut. Schlaf gut, lieber Gott. Ja, das heißt also, die Kinder, die brauchen ja, ich habe nicht viel machen müssen. Ich habe nur gesagt, was war heute schön, was war nicht so schön und schon hat sie mit Gott geredet. Also religiöse Erziehung kann ja auch ganz einfach sein über diese Rituale. Aber noch nicht mal diese Rituale kennen die Eltern. Und das macht mich irgendwie nervig. Ja? Was mit unserer Kirche los ist, dass es nicht thematisiert wird. Was macht man dagegen dann? Ja, ich denke, dass man bei der Taufkatechese schon, ich würde ja sowieso beginnen mit der Segnung schwangerer Paare.
da beginnt Familienkatechese für mich, weil aus einem Paar, Mann und Frau, wird doch das erste Kind eine Familie. Ja, klar. Und dann würde ich nicht nur die schwangere Frau segnen, sondern auch den Vater, der ist ja auch etwas beteiligt bei der Sache. Ja. Das heißt also, Segnung schwangerer Paare. Dann bei der Taufkatechese nicht nur die Liturgie erklären, sondern auch, wie erziehen Sie Ihr Kind dann religiös? Wenn Sie heute Abend heimgehen, nächste Woche habe ich wieder Taufkatechese, da taufe ich wieder Kinder, dann nächsten Monat. Sage ich immer den Eltern, wenn Sie heute heimkommen, setzen Sie sich vor das Bett Ihres Kindes oder schauen Sie Ihr Kind an, meditieren Sie Ihr Kind und segnen Sie Ihr Kind, ohne dass es aufwacht. Ja? Sie sind ja Diakon, das klingt jetzt alles so positiv, aber das Leben bietet oft Brüche, Schicksalsschläge und Ehen und Familien zerbrechen. Was kann man dann denen empfehlen, die sagen, oh, mit Kirche habe ich wenig am Hut, aber irgendwie, ich möchte auch sowas wie Trost und Zuspruch erfahren? Das ist genau das, was ich ja vor allem erlebe. Also Familienkatechese kommt aus Lateinamerika, aus den Elendsvierteln. Ein Pfarrer hat 1000 Kommunionkinder. Ja? Und bei den Treffen der Eltern sind vor allem Solteras, es sind alleinerziehende Mütter. Da kommt ganz selten ein Mann mit bei diesen Treffen. Das heißt also, es geht um die Unterstützung auch dieser Situation, wo es die Frauen ganz, ganz schwer haben und nicht so idealistische Familienidyllen pflegen. Weil Gott haut nicht ab, wenn es dunkel wird. Und Gott haut nicht ab, wenn es in der Familie Schwierigkeiten gibt. Umso mehr ist es wichtig. Und es haben ja auch schon viele alleinerziehende Eltern gesagt, auch Väter, ja, umso mehr möchte ich, dass mein Kind auch religiös einen Zugang kriegt, wenn es schon diese schwierige Situation erdulden muss. Mhm. Also von daher gesehen ist es genau wichtig, auch da Solidarität zu zeigen und nicht so nach Motto, wenn du nicht ganz, eine ganze Familie bist, dann ist Gott nicht bei dir. Das ist doch verrückt. Und der Papst Franziskus sagt, die Marginalisierten, die Ausgegrenzten, denen der schlecht geht und so weiter. Und da hat er ja völlig recht. Was hätte denn Jesus gemacht? Hätte Jesus gesagt, weil deine Ehe zerbrochen ist, kannst du dein Kind nicht religiös erziehen. Hätte gesagt, komm mit deinem Kind her, ich nehme es auf die Arme. So hat Jesus ja auch gemacht. Hat er es gemacht, ja. Und Jesus hat nie Angst, den Kindern nie Angst vor Gott gemacht. Das ist auch eine Frechheit, wenn man Kindern Angst vor Gott macht. Mit welchem Recht machen irgendwelche Leute Kindern Angst vor Gott? Es gibt im Neuen Testament nur zwei Situationen. Was meinen Sie damit, Angst vor Gott machen? Also ja, du kommst in die Hölle oder wenn du das nicht tust, der liebe Gott sieht alles und so weiter. Oder dann auch die Frage, dass wenn man Gott beleidigt, dass es dann Folgen hat und so weiter. Ja, ich dachte, das wäre so, ne? Ja, das glauben Sie ja selber nicht, ja? Sie haben ja immerhin Theologie studiert, das kann ja gar nicht sein, ne? Aber meine Oma hat mir das so erzählt. Meine Oma, es war ein Gewitter. Und sie hat mit uns dann gebetet, dass das Gewitter weggeht. Ich war ganz fasziniert, dass wenn man betet, geht das Gewitter weg. Wenn du lang genug betest, geht jedes Gewitter weg. Es funktioniert ja immer. Ja? Und dann sagt sie zu mir, ich habe einen guten Draht zu ihr bis heute, also keinen Vorwurf, Oma. Ja? Sagt sie zu mir, Albertle, war ein großes Wort, Albertle, hast du jetzt gesehen, der Himmelvater hat mit dir geschimpft, weil du mir den ganzen Tag nicht gefolgt hast. Das heißt, der hat ein Gewitter geschickt, um mir zu zeigen, dass er mit mir schimpft. Und das geht einfach gar nicht. Weil das machen wir heute sowieso nicht mehr. Aber es gibt immer wieder auch Gruppen in der katholischen Kirche, die bis heute Kindern Angst vor Gott machen. Und es ist nicht erlaubt. Das ist religionspädagogisch streng verboten, Kindern Angst vor Gott zu machen. Jetzt haben wir irgendwie was richtig gemacht, weil wir haben ganz viel schönes Wetter am Katholikentag. Was wünschen Sie sich denn? Es sind so viele Familien hier, also auch rund um den Stand. Was sollen die mitnehmen? Vielleicht von dem Papst schreiben, aber auch von der katholischen Kirche. Was ist so Ihr Wunsch? Also mein Wunsch ist, dass Eltern mutig werden, ihren eigenen Weg in der Begleitung der Kinder zu finden. Dass sie auch mehr Unterstützung kriegen, ist auch ein Wunsch. Dass unsere Kirche sich noch viel mehr auf die Seite der jungen Eltern stellt. Weil ich merke auch, da wo das passiert, blüht die Gemeinde auf. Ich lebe jetzt in einer Gemeinde, da sind von 62 Kommunionkindern über 30 Ministrant geworden. Ja? Die machen Familienkatechese seit vielen Jahren. Die machen das immer mit den jungen Eltern. Ja? Und das andere, was ich mir auch wünsche, ist, dass die katholische Kirche im Blick auf die Zukunft der Zukunft wirklich den Schwerpunkt legt auf die Familienkommunikation. Und zwar eben mit allen, eben auch, übrigens auch lesbische Paare können ihre Kinder religiös erziehen. Weil man immer so tut, also ich finde das einfach nicht in Ordnung. Man muss vom Kind her denken.
Und Jesus würde jedes Kind auf die Arme nehmen und jedes Kind segnen. Und das möchte ich den Eltern mitgeben, dass sie das heute Abend mit ihrem Kind machen, morgen früh ihr Kind segnen, wenn es aus dem Haus geht, und am Abend mit dem Kind über den Tag reden. Vielen Dank für die vielen segensreichen Worte, Professor Albert Biesinger aus Tübingen, jetzt aus Baden-Baden, ne? Jetzt aus Bühl bei Baden-Baden. Schön. Alles Gute Ihnen und ich hoffe, wir hören bald wieder von Ihnen. Wir geben jetzt weiter zu... Ja, und ich möchte noch was sagen. Ich finde, dass katholische Ehe diese Themen dauernd aufgreift, finde ich richtig wichtig und richtig gut. Weil darauf kommt es wirklich an für die Zukunft auch der Kirche, aber auch für die Zukunftsfähigkeit für Kinder mit Gott. Weil ohne Eltern haben die Kinder in dieser Gesellschaft religiös keine Chance. Und deswegen bleibt dran, bleiben Sie dran, ist eine wichtige Aufgabe. Und bleiben Sie im Glück, sagen Sie immer, gell? Ja, bleiben Sie im Glück, das gilt allen, ja.